Kann ich mit 61 Jahren jetzt schon in Rente gehen? Ich bin im März 1962 geboren. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich habe eine ganz interessante Anfrage bekommen. Da schreibt mir eine Dame, sie ist am 27. März 1962 geboren. Kann ich mit 61 Jahren in eine vorgezogene Rente gehen? Ich weiß mit Abschlägen, ich möchte dieses Jahr noch in die Nähe zu meiner Mutti ziehen, die ist 84 Jahre, da mein Vater verstorben ist und sie doch ab und zu oder ab und an mal Hilfe braucht. Also wahrscheinlich will die Anfragende ihre Mutti dann auch in die Pflegschaft nehmen, also sie pflegen, sich um sie kümmern, mit ihr gemeinsam Mittagessen oder vielleicht auch Zeit verbringen. Und sie will sich dann auch versuchen, dort irgendwo einen neuen Job zu suchen, aber sie will auch gerne schon in Rente gehen. Und jetzt Ihre Frage, kann ich schon mit 61 in Rente gehen? Also im Grundsatz ist das bezogen auf Ihr Geburtsdatum. Aktuell im März oder im April 2023 nicht möglich. Wenn Sie eine Schwerbehinderung mit einem Grad von 50, da beginnt dann die Schwerbehinderung, hätten und könnten 35 Jahre Wartezeit nachweisen, dann können Sie frühestmöglich zum 1.12.2023 in eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen gehen oder diese zumindest beanspruchen. Einen pauschalisierten Rentenbeginn mit 61 ist für die Geburtsjahrgänge 1962 im Jahr 2023 nur unter der Maßgabe möglich, dass die entsprechende Wartezeit erreicht ist und dann auch das entsprechende Renteneintrittsalter da ist. Aber generell kann man sagen, eine Rente mit 61 ohne eine solche Schwerbehinderung ist nach aktueller Rechtslage in den klassischen Altersrentenarten, ich spreche also bitte nicht von einer knappschaftlichen Altersrente, in Deutschland nicht mehr möglich. Deshalb wäre nach dem Geburtsdatum dieser Dame dann frühestmöglich der 1.4.2025 eine Rente mit 63 Jahren und Vollendung 35 Jahre Wartezeit möglich. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.